Hey Leute und herzlich willkommen zum weiteren Safttest auf dem Kanal. Wir schauen uns heute mal wieder einen Saft an, den wir uns früher schon öfter angeschaut haben, beziehungsweise die Marke, nämlich Hohes C. Ja, ihr habt richtig gehört, Hohes C schon damals ziemlich gut angekommen auch. Heute mit dem Hohes C, deine Vitamin C Power Orange mit Fruchtfleisch und mit Acerola. Also das Ganze ist mit Fruchtfleisch, wie gesagt. Und Acerola, was ist Acerola? Acerola ist die gute Acerola-Kirsche, also ein natürlicher Vitamin C-Spender. Ja, von Hohes C das Ganze. Wir kennen die schon, diese dunklen Flaschen. Wieso sind die auch dunkel, um einfach ein bisschen lichtgeschützter zu sein? Und ja, kommen wir erstmal zum Design. So, wir haben eben diese klassische braune Flasche, oben so einen goldbeigen Deckel. Hier alles so ein bisschen in so einem, ja, so, wie sagt man, so ein Granatapfelrot gehalten ungefähr. Hier sehen wir schon so ein paar Orangen, 100% Saft ohne zugesetzten Zucker laut Gesetz. Ja, sehr gut, weil Säfte mit Zucker sind ja wirklich ziemlich unnötig. Mit nachhaltig angebauten Orangen nach Mengenbilanz. Okay, was das genau heißt, das schauen wir uns gleich an. Das müsste ja irgendwo stehen. So, Orange mit Fruchtfleisch. Also wir haben hier Fruchtfleischstückchen. Wer die nicht so mag, ist das weniger was. Natürliches Vitamin C für Immunsystem und Energiestoffwechsel. Vitamin C, meiner Meinung nach, das wichtigste Vitamin. Ich weiß, Vitamin D ist so übertrieben ein Hype. Aber meiner Meinung nach, rein für Immunsystem vor allem, ist Vitamin C einfach noch besser. Also ich bin mehr Fan von Vitamin C, auch wenn Vitamin D natürlich total im Hype ist. So, hergestellt bzw. vertrieben natürlich von der Eckes Granini Deutschland GmbH in Niederolm. Auch hier schöne Grüße an alle aus Niederolm. Bitte vor dem Öffnen gut schütteln, nach dem Öffnen kühl aufbewahren, innerhalb von 3-4 Tagen aufbrauchen. Machen wir, mindestens haltbar bis bla bla bla. So, vegan ist das Ganze. Ja, wäre ja auch lustig, wenn nicht. Dann haben wir noch ein bisschen Text. Schauen wir uns das mal genau an. Dein Glas für den Tag. Ein Glas deckt deinen Tagesbedarf an Vitamin C. Okay, was ist ein Glas? Ein Glas sind 100%, 40%, also roundabout müssen es 80 Milligramm sein. Ja, für einen gesunden Menschen ist das in Ordnung, sagen wir es so. Deine natürliche Vitamin C Power für Immunsystem und Energiestoffwechsel. Sehr gut, mit nachhaltig angebauten Orangen nach Mengenbilanz. Ja, habe ich immer noch keinen Text. Mehr dazu unter www.hosc.de Nachhaltigkeit. Natürlich sind Bio-Orangen immer noch besser, aber wenigstens sind es nachhaltig angebaute Orangen. So, Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und zu einem normalen Energiestoffwechsel. Hohes C Orange mit Fruchtfleisch ist damit die ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise. Wunderbar. So, hat es unten Boden? Schaut irgendwie voll so aus, aber ich glaube, das ist die Flasche, oder? Ist schon die Flasche, ne? Ja. Okay, Leute, dann kommen wir direkt zu den Nährwertangaben je 100 Milliliter. Grundsätzlich cooles Ding, nur wir werden jetzt gleich schon sehen, es ist halt sehr viel Eigenzucker bei Säften. Da empfehle ich euch auch lieber, bevor ihr das trinkt, esst lieber einfach eine Orange oder eine Mandarine. Falls ihr darauf gar keinen Bock habt, könnt ihr schon ein Glas am Tag trinken, aber wirklich auch nicht mehr. Weil da macht es keinen großen Unterschied rein jetzt so vom Zucker, wie wenn ihr andere zuckerhaltige Getränke trinkt. Es ist schon besser als jetzt eine Cola, das ist keine Frage. Aber rein jetzt, wenn ihr auf den Zuckerwert achtet, nicht sonderlich unglaublich viel besser. So, wisst ihr, wie ich meine? Okay, Nährwertangabe 100 Milliliter. Wir haben einen Energiewert von 180 Kilojoule bzw. 43 Kilokalorien. Passt. Fett 0 Gramm, davon gesättigte Fettsäure 0 Gramm. Kohlenhydrate 8,8 Gramm, davon Zucker 8,8 Gramm. Wie ich euch gesagt habe, über 8 Gramm Zucker, auch wenn es Eigenzucker ist, es ist einfach zu viel. Eiweiß haben wir 0,7 Gramm, Salz 0 Gramm, wichtig. Und Vitamin C 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Ja, passt. Alles super, Vitamin C, sehr nice. Und das Gute ist, wir haben wirklich natürliches Vitamin C. Also nicht irgendwie zugesetzt, sondern natürlich aus der Acerola-Kirsche. Sehr wichtig. Aber Zucker viel zu viel, leider. Kommen wir zu den Zutaten. Wir haben einen Orangen-Acerola-Fruchtsaft aus Orangen-Acerola-Saftkonzentrat mit Fruchtfleisch. Zutaten, Hauptzutat, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat 99,5%. Geil. Und dann Acerolasaft aus Acerolasaftkonzentrat 0,5%, was halt Vitamin C noch ausmacht. Super, also wir merken, wir haben wirklich nur Orange aus Konzentrat und Acerola aus Konzentrat. Super top, kann man wirklich nicht viel meckern, jetzt der hohe Zuckergehalt halt nicht da. Aber insgesamt gibt es trotzdem von mir als Gesundheitsnote eine, ich weiß gar nicht, was die anderen Säften, früher habe ich Säften noch eine 1- gegeben oder 1, aber das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich gebe mal eine 2. Ihr wisst, alles mit einer 1 empfehle ich bedenkenlos. 2 ist, es ist gut, aber nur in Maßen eine 2. Also wenn ihr es wirklich so eine Flasche am Tag trinken wollt, dann gibt es auf jeden Fall keine 2. Wenn ihr 100 bis 250 Milliliter maximal am Tag von so einem Saft trinkt,
gibt es eine 2. Kann man machen, ist jetzt nicht mega ungesund, aber ist auch nicht mega gesund, wie wenn viele denken, oh ja, ich trinke jetzt so einen gesunden Saft, es gibt nichts Besseres für den Körper, das ist halt geschmarrig. Ja, Gesundheitsnote 2. Finde ich jetzt ganz fair. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den findet oder ob ihr den schon kennt. Ich habe den mit Fruchtfleisch tatsächlich noch nie getrunken. Wir haben hier unser Glas. Und dann machen wir das Ganze jetzt mal auf und schauen, wie es schmeckt und wie gut es dem Körper tut. So. Ah, wir sehen hier schon das Fruchtfleisch mitkommen. Sehr nice. Okay. Schauen wir mal, Leute, aufs Wohl, hätte ich gesagt. Sehr sauer. Wer Orangensaft kennt, boah, da geht es dir gleich komplett durch. Aber sehr lecker. Das Fruchtfleisch ist auch sehr zart, muss ich auch sagen. Ich bin nicht so ein Fan von Fruchtfleisch bei Säften, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es insgesamt würde ich das insgesamt als gesünder beurteilen. Aber schmeckt auf jeden Fall gut. Also schmeckt sehr gut nach Orange. Fruchtfleisch ist eben sehr zart, sehr sanft. Man merkt es kaum, man merkt es schon, aber kaum eben. Das sind jetzt keine dicken Stückchen oder so. Deshalb echt lecker. Gesund, Geschmacksnote gibt es hier auch eine 1- von mir fürs HSC, Orange mit Fruchtfleisch und Acerola. Also auch Leute, die Fruchtfleisch nicht zu den Säften abkönnen, können da ruhig auf jeden Fall mal zugreifen. Aber insgesamt müsst ihr halt selber entscheiden. Mir ist nur wichtig, dass ihr nicht zu viel davon trinkt, sonst ist es eigentlich ganz gut, Leute. Also, das war's mit dem HSC, Orange mit Fruchtfleisch. Kriegt eine Gesundheitsempfehlung. Aber halt in Maßen bitte. Das ist mir ganz wichtig. Ansonsten bleibt immer schön gesund, gebt ihm was auf. Wir sehen uns heute Abend beim nächsten HSC-Getränk. Ich wünsche euch was und bis dann. Ciao, ciao.